Shantys Adventskalender. Ja da 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 da, ja ba dam ba dam bam bam. Es gibt da einen Job, den keiner möchte. Bei dem ist die Bezahlung eine schlechte. Doch muss es Menschen geben, die ihn machen. Ja. Denn viele Leute bestellen gerne Sachen. Sachen. PaketdienstfahrerInnen sind ein Segen. Man kann shoppen, ohne sich viel zu bewegen. Ich hätte gern selbst eine Sendung angenommen, aber das Backerl ist nicht angekommen. Stattdessen nur ein Zettel, ich bin sauer und lege mich von nun an auf die Lauer. Ich setz mich vor das Fenster, um zu warten. Von dort aus sehe ich das Tor zum Garten. Garten! Ein Lieferwagen hält vor meinem Hause. Ganz aufgeregt zu meiner Tür ich sause. Ich öffne doch, der Anblick macht betroffen. Da klebt ein Zettel auf, den steht nicht angetroffen. Vielleicht war er in Eile, wollte nicht stören. Nur klingeln konnte ich auch keines hören. Die nächste Lieferung, die kommt schon morgen. Ich mache mir da ob schon heute Sorgen. Sorgen. Am nächsten Tag, ich kann es gar nicht fassen, hat er erneut ein Zettel hinterlassen. Ich fühl mein Herz in meiner Brust drin beben. Ihr Paket wurde beim Nachbarn abgegeben. Die Anschrift meines Nachbarn stimmt mich heiter. Dieser Nachbar, der wohnt vier Bezirke weiter. Ich mach mich auf, um ihn zu kontaktieren. Muss dafür durch die halbe Stadt kutschieren. Mein Packerl halt zu Hause, ich in Händen. Die Geschichte, die könnte damit auch gut enden. Nun hat sie doch ein böses Hemd genommen. Ich hab das falsche Packerl mitgenommen. Bam, bam.